Ja, danke für die Einladung. Danke, dass Sie trotz dem großkoalitionären Sommertheater und trotz Fußball-WM und trotz Datenschutz-Grundvertreibungsdiskursordnung hierher gefunden haben. Man muss sich neu zusammenfügen, höre ich gerade. Also umso schöner, dass Sie gleich dreifach Widerstände auf den Weg geräumt haben. Danke für die nette Einladung. Ich gehöre also zum fast schon immobilen Teil hier der Bibliothek. Ja, aber es ist ja immer auch sehr nett hier, die Diskussion, weiß ich noch, mit Herrn Tichy war das auch bei diesem Jubiläum hier, was für eine Chance hat, und das ist auch ein Thema von Borchert, was für eine Chance hat eine Öffentlichkeit, die man manchmal Gegenöffentlichkeit nennt. Ich würde sie nicht so nennen, was genannt wird und wahrgenommen wird, ist öffentlich. Ne? Also ich würde sagen, wir haben nur eine Öffentlichkeit, auf die einen hört man, auf die anderen hört man nicht. Das ist der Unterschied, und da kann uns, glaube ich, Borchert etwas beibringen, lernen können wir vielleicht auch etwas Trost finden zum Ablauf des heutigen Abends. Ich habe diese kleine Liste mitgebracht, die ist ein Logbuch. Das heißt, Sie finden dort die Texte nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern in der sie entstanden sind, sondern in der Reihenfolge, in der Sie sie nachher hören werden. Also wenn Sie zwischendurch mal was nicht mitkriegen und hören dann, Führung, dann sehen Sie, fast schon die Hälfte rum. Das kann Sie dann also auch erleichtern. Borchert war, das werden Sie gleich auch hören, ein leidenschaftlicher, auch ein begnadeter Redner. Und auch ein sehr, sehr langer Redner. Er hat also fast immer frei formuliert, und das konnte man danach dann, falls er sich noch erinnert hat, gleich gerade so zum Druck geben. Und er hat, wie gesagt, auch sehr lange geredet, ist gerade auch aus Berliner Gesellschaften mehrfach Anekdoten überliefert. Man traf sich zusammen, man speiste, und zwischen Cognac und Zigarre begann dann Herr Borchert zu reden. Das war dann so 22 Uhr, und dann wusste man, ich komme erst nach Mitternacht nach Hause. Weil also Borchert, wenn er mal geredet hatte, war er also ein Zug, eine Lokomotive, die er selbst auch nicht mehr stoppen konnte. Und er hat einmal gesagt, die einzige Vorbereitung sei, auch da sehen Sie, eine Kluft trennt mich von ihm, die einzige Vorbereitung von ihm sei, er betrete den Raum, in dem er, das Nebenzimmer des Raumes, in dem er vorzutragen gedenkt, macht dann Folgendes, ich spiele es mal nach. Und dann explodiere ich in den Raum hinein. So geht das Zitat zu Ende. Also hat sich mit dem Gesicht an die Wand gestellt, kurz nochmal durchgegangen und dann, wusch, in den Raum hinein explodiert. Und es waren ja oft sehr schwierige Themen. Er war Philologe, Kulturwissenschaftler, wird man heute sagen, aber eben auch in den 20er Jahren, und da sind dann auch die Texte her, großteils, die ich Ihnen präsentiere werde, ein gefragter, ein großer, ein erfolgreicher Vortragsredner, wie überhaupt die Weimarer Republik eine große Zeit des offenen und damit auch des öffentlichen Diskurses war. Man hat also wirklich gesucht um Verbündete. Das ist vielleicht auch heute so ein bisschen verbindend zu uns. Bevor ich jetzt gleich anfange, darf ich auch noch hinzufügen, dass diese meine Worte hier aufgezeichnet werden, und falls ich mich nicht zu oft verspreche, kann man das auch dann auf den einschlägigen Kanälen nachlesen. Und gedruckt werden soll das auch. Insofern seien Sie ganz entspannt. Wenn es Fragen gibt, können Sie die gerne stellen. Die Rückseite des Papiers ist weiß, das kann man auch dafür nutzen. Im Gegenzug erst danach, bitteschön, gell? Also keine Zwischenfragen, das bringt mich unfassbar raus und muss dann später für teures Geld rausgeschnitten werden von einem Hiwi hier. Das wollen wir ja auch nicht. Und ein letztes noch, es gibt auch die, wie ich finde, sehr, sehr gute und ziemlich ehrwürdige schon, ich weiß die Gründung nicht ganz genau, 60er Jahre oder so, Rudolf Borchert Gesellschaft, der ich anzugehören die Freude und die Ehre habe. Und falls Sie die Verbundenheit mit dem Autor und auch ein wenig mit mir danach manifestieren wollen, können Sie beitreten. Ich habe hier so Beitrittsformulare. Sie bekommen einmal im Jahr eine sehr schöne Jahresgabe, und alle 2-3 Jahre ist eine Tagung. Die nächste oder übernächste ist sogar in Berlin, haben wir jetzt mehr oder minder vereinbart. Und die letzte war gerade vor 3-4 Wochen am Comersee in der Villa Vigoni. Das war sehr, sehr schön. Und was sich dazu getragen hat, können Sie dem nächsten Cicero nehmen. Da habe ich nämlich was drüber geschrieben. Also, nächster Cicero kommt am Donnerstag nächste Woche raus. So, es ist so viel, womit Sie mir Gutes erweisen können. Aber jetzt muss ich erstmal gut sein zu uns allen. Ich hoffe, ich habe hier so die Nähe zum Mikro. Ist das okay? Ja, gut. Wenn es blockt, dann ist es die Technik, und die Technik ist des Geistes Feind. Ja. Also ich nehme das hier jetzt auf. Ich rede ungefähr 1:05, 1:10. Ist halt so jetzt. Ne? Jetzt sind Sie hier, jetzt haben Sie bezahlt. Und, aber danach ist das Wetter auch noch schön, und man kann dann Freude, Ärger, Verdruss runterspülen. Borchert wäre es dreimal so lang. Also es ist wirklich Reader's Digest-Fassung jetzt hier. Ich drücke jetzt auf den Knopf hier, nehme das auch für mich hier auf, und dann geht's los. Vielleicht stehen die Dinge ganz einfach
Und vielleicht hat Ambrose Bierce wieder einmal recht. Der amerikanische Schriftsteller schrieb in des Teufels Wörterbuch. Des Teufels Wörterbuch, entstanden zwischen 1881 und 1906. Ein Konservativer sei ein, Zitat, Staatsmann, der in existierende Missstände vernarrt ist. Im Gegenzug zum Liberalen, der sie durch neue Missstände ersetzen möchte. Dem Zyniker geht alles zugrunde, mag man da einwenden. Er blüht auf im Verblühen. Jenseits zynischer Vernunft aber schenkt uns Ambrose Bierce zwei wichtige Erkenntnisse für den heutigen Abend. Es ist der Staatsmann, der Politiker, an dessen Gestaltungswillen sich die jeweilige Weltanschauung bemessen lässt. Und zweitens, Konservatismus und Liberalismus sind längst nicht derart eng aneinander gebunden, wie es uns Begriffslegierungen neueren Datums weismachen wollen, die heute sogar vom Liberal-Konservativen sprechen. Bierce sah da zwei Gegensätze am Werk. Ein drittes gibt es dennoch, neben der konservativen oder liberalen Weise, sich die Gegenwart einzurichten, und das ist der revolutionäre Blick auf eine Welt, die dann fundamental zu ändern Pflicht sein muss. Auch hier kennen wir eine auf den ersten Blick nach Paradoxie und Utopie klingende Begriffskoppelung. Sie hat ebenfalls in jüngster Zeit durchaus mit tagespolitischer Erwägung Karriere gemacht, die konservative Revolution. Ihre Wiedergeburt erlebte sie einst vor dezidiert geistesjahr literaturpolitischem Hintergrund in der am 10. Januar 1927 in München gehaltenen Rede Hugo von Hofmannsthal, das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. Hugo von Hofmannsthal war also der Verfasser. Der Freund und Schriftstellerkollege Rudolf Borchert knüpfte an sie an, setzte sich von ihr ab und stellte ihr sein Programm entgegen, sein Programm einer schöpferischen Restauration. Im selben Jahr, 1927, am 9. März, ebenfalls an der Universität München, ebenfalls in Form einer Rede. Fast könnte man also von einer konservativ-revolutionären Parallelaktion sprechen. Und Rudolf Borchert, der 1877 in Königsberg geborene Dichter, Übersetzer, Lyriker, Dramatiker, Philologe, Essayist, Redner und leidenschaftliche Briefschreiber, der sich sehr selbstbewusst vorgenommen hatte, in jeder literarischen Gattung ein Muster zu hinterlassen, dieser hochgebildete, allzeit angriffslustige, immer misstrauische, stets sensible Rudolf Borchert übernahm den aktivistischen Part. Ihn drängte es nach vorne ins Praktische. Doch ehe wir uns den möglichen Schnittmengen der drei Wahrnehmungsweisen, Weltanschauungen und Handlungsarten widmen, dem Konservativen, dem Liberalen, dem Revolutionären, gilt es, den Ort der Debatte zu bestimmen, der sich seit den Zeiten eines Ambrose Bierce, Rudolf Borchert oder Hugo von Hofmannsthal erstaunlich wenig geändert hat, und dieser Ort heißt Moderne. Wann immer sie begonnen haben mag, das späte 19., das gesamte 20. und auch erst recht das 21. Jahrhundert sind moderne Zeiten. Möglicherweise betreten wir gerade die Spätmoderne, doch dass die Moderne hinter uns liege, ist ein Trugschluss. In kaum einer anderen Tätigkeit kommt der Geist der Moderne derart ungeschminkt zum Ausdruck wie in der Kritik an der Moderne. Es gibt nichts Moderneres als moderne Kritik. Mittelalterkritik und antike Kritik wären keine Vormodernen, sondern in ihrer jeweiligen Gegenwart unmögliche Beschäftigungen. Dass der Mensch sich im Gegensatz zu den bestimmenden Tendenzen seiner Zeit statuiert und dieses kategoriale Missverhältnis zum Angelpunkt seiner Weltwahrnehmung wie seiner Ich-Definition macht, das ist modern. Rudolf Borchert adressiert im Münchner Auditorium Maximum an jenem 9. März 1927 sein Publikum direkt und spricht von der, Zitat, Zeit, die zu wenden sie da sind, so völlig und so ernst zu verwerfen und verleugnen, wie ihr tiefes Gefühl es angstvoll und bangend von jeher getan hat. Die Zeit verwerfen. Schauen wir zunächst in das belletristische Werk Rudolf Borcherts, etwa in den Roman mit dem seltsamen Titel »Die Vereinigung durch den Feind hindurch«.
und die Erzählung Der unwürdige Liebhaber, so entdecken wir als erste Bestimmung einer modernen Gegenwart, die nicht vergehen will, modern ist das Elastische. Die Moderne ist Elastizität aus Prinzip. Der titelgebende unwürdige Liebhaber in der Erzählung ist ein Hauptmann, Hauptmann Konstantin von Schenius. Und er sagt zu seinem Gegenspieler, dem Baron Moritz, Zitat, ich bin ein Mensch meiner Zeit und brauche instinktiv, was mich spannt und entspannt. Wir müssen heute elastisch werden, Baron. Wer prüft denn lange, ich bitte Sie, ob er zu einem Berufe geboren ist oder nicht? Man greift zu und isst sich so satt, wie man kann daran für so lange, wie es geht. Jeder reißt alle seine Chancen zusammen. Wir schreiben das Jahr 1923. Konstantin von Schenius ist ein Mann, der weiß, was die Stunde geschlagen hat, ganz ein, wie er selbst sagt, Mensch meiner Zeit. Womit über ihn im Borchardtschen Denk- und Figurenkosmos das Urteil schon gesprochen ist. Konstantin von Schenius verwirft die Zeit nicht. Er geht in ihr auf. Darin sehr ähnlich ist ihm im Rudolf Borcherts einzigem Roman Der Vereinigung durch den Feind hindurch ein sonderbarer Fürst der Geschäfte, ein Finanzgraf mit Namen C.W. Nienhus. Er ist der titelgebende Feind, durch den hindurch sich ein konservatives Liebespaar vereinigen will. Wieder die Zeit. Der Roman Die Vereinigung durch den Feind hindurch erscheint 1937, spielt aber zu Beginn der Weimarer Republik in München. Finanzjongleur Nienhus im Roman und der unwürdige Liebhaber Schenius in der Erzählung sind Zeitgenossen derselben Moderne, die sich in ihnen verkörpert, bis in die Namen hinein. Der eine hat kein Haus, hatte nie ein metaphysisches Obdach, ist unbehaust, ortlos, ist Nienhus. Die, Zitat, bekannte und damals umstrittene Figur des überall aufkaufenden Wirtschaftsherrschers. Der andere, der unwürdige Liebhaber Konstantin, wäre gerne ein Genie, hat aber nur den Genius der Oberfläche, die bei ihm schöner sein soll als schön. Der Familienname Schenius taugt als deutsch-lateinischer Komparativ. Der herrlichste von allen wird er ironisch genannt. Was dem verhuschten, atem- und rastlosen Nienhus im Roman Der Kommerz ist und dessen Lebensstil prägende Seinsweise, Motto, wer sich durchschlagen will, muss im Gehen essen und nach der Uhr schlafen. Er darf all sein Geld verschenken, aber keine Minute. Das ist in der Erzählung dem Virtuosen der Außenseite, Schenius, der schöne Schein. Die substanzlos gewordene gute Manier, das Hohladrette, das programmatisch Elastische. Konstantin von Schenius betrachtet sich gern im Spiegel, putzt sich heraus, ist in den Augen des altadligen, jungen, konservativen Moritz, Zitat, Schulbeispiel des Mannequin, innen wie außen bagatelladlig. Wahrscheinlich unfähig, einen Schmerz zu empfinden oder eine Pflicht. Baron Moritz und Hauptmann Konstantin sind Antipoden. Konstantin von Schenius, der unwürdige Liebhaber, ist modern, weil an ihm alles Reklame ist. Als Litfaßsäule seiner selbst verfügt Konstantin von Schenius über eine sehr große Rollensicherheit. Er kleidet sich adrett und führt galante Phrasen im Mund. Sportlich ist Konstantin auch und so verfällt ihm auf gut Altmannstetten schließlich nicht die Schwester von Moritz, um deren Hand anzuhalten er sich hineinbegeben hat in diese deutsche Enge, sondern, horribile dictu, die Ehefrau von Moritz. In einer schwachen halben Stunde verfällt sie ihm. Im Teepavillon an der Nordpforte geschieht Ungeheuerliches. Schenius, der Verführer, macht sich danach aus dem Staub. Moritz' Ehefrau fliegt in die USA, wo sie Hand an sich legt. Moritz ist ein gebrochener Mann, ein gehörnter Gatte. So endet die erotische Sittenkomödie vom unwürdigen Liebhaber als Trauerspiegel der mageren Jahre. Wir lernen, wer von der Moderne ganz heimgesucht wird, und dieser Schenius war eine Heimsuchung, der bleibt nicht immer auf dem Posten. Der fällt, wenn er sich stoßen lässt oder die Schickung es will. Entgeht es im Roman dem Münchner Liebespaar etwa anders? Ja. Im Roman Vereinigung durch den Feind hindurch triumphiert das altkonservative Prinzip über die neureiche Elastizität, ohne sich gegen die Methoden der Moderne pauschal abzuschotten.
C.W. Nienhus will ein Liebespaar, Georg und Aloysia, auseinanderreißen, indem er Aloysia als seine Sekretärin an sich bindet, während Georgs Arbeitgeber, eine Straßenbaugesellschaft, in wirtschaftliche Turbulenzen gerät. Nienhus, der, wir erinnern uns, im Gehen zu essen und nach der Uhr zu schlafen versteht, als wäre ein Start-up-Unternehmer unserer Tage, ein Herr Samwer sozusagen vor seiner Zeit. Dieser C.W. Nienhus weiß, Zitat, es kommt eben, wie die Dinge liegen, überhaupt nur noch auf den Augenblick an. Zitat Ende. Er arbeitet mit Geld und nutzt dieses Geld für ein rein formales Prinzip für das Angliedern. Anteile werden gekauft und wieder abgestoßen, neue Kredite lösen alte ab und schaffen die Grundlagen für künftige. Für Kontinuität sorgen Salden. Geschichte steht im Weg. Zitat Nienhus, die Geschichte ist für die meisten Völker das größte Unglück. Eine wahre Brutstätte von Redensarten ohne Inhalt und zersetzenden Rauschmitteln. Ihre Ausschaltung aus dem Schulunterricht ist bisher nicht durchführbar. Zitat Ende. Trotz dieser Geschichtsaversion hält C.W. Nienhus sich für einen Konservativen. Die Begründung klingt Ohren des 21. Jahrhunderts verdächtig vertraut. Nienhut erklärt seinen Konservatismus wie folgt. Die Wirtschaft, sagt er, die Wirtschaft ist heute konservativ, wenn sie so mächtig ist, dass sie das Land ernährt. Wir sind konservativ, wenn wir den Massen Lebensmittel verschaffen, die zu haben sind dadurch, dass wir qualifizierte Industriearbeit gut bezahlen und sie bestmöglich ausführen. Die Nienhusche Devise klingt wie sozial ist, was Arbeitsplätze schafft und meint letztlich konservativ ist, was für bezahlbare Lebensmittel sorgt. Objekt der Überlegung freilich sind die Massen und die Masse ist in konservativer Sicht gerade nicht der Träger geschichtlicher Weltbemeisterung. Davon werden wir noch hören. Warum aber und woran scheitert nun Nienhus? Er empfindet für Aloysia ja mehr, als es seinen Geschäften gut tut. Und er verliert den Überblick über seine ökonomischen Verflechtungen. Es sind Stockungen eingetreten, heißt es. Kurzfristige Kreditübertragungen scheitern. Alois hält Aloysia in einem Zweitdomizil fest, der Villa Spinola bei Monza, bis dort Georg eintrifft und Aloysias Entlassung ultimativ fordert. Das Wissen um Scheindepots ist zuvor auf verschlungenen Pfaden in die Hände der Liebenden gelangt. Borchert selbst weist einer Notiz darauf hin, dass, Zitat, der Zusammenbruch eines großen internationalen Spekulanten sich in genau den gleichen Formen vollziehen sollte, in denen hier wie immer die Poesie der Wirklichkeit den Weg gewiesen hat. Zitat Ende. Nienhus kapituliert. Er kapituliert vor jener Militäroperation, die den Titel des Romans abgibt und mit dem sich der ehemalige Rittmeister Georg wissenschaftlich hervortat, eben der Vereinigung durch den Feind hindurch. Diese nun auch in der Liebeszivilität erfolgreiche Strategie besagt, Zitat, die auf den Feind stoßende Armee hat unter Schonung ihrer Kräfte, unter Haltung ihrer operativen Freiheit den Gegner zu fesseln, während die zweite Armee die gegen sie vorgeschobenen Sicherungen umgehend oder überrennend auf das Schlachtfeld marschiert. Die vor dem Feinde unmöglich gewordene Vereinigung vollzieht sich demnach erst durch den geschlagenen Feind hindurch als einheitliche strategische Handlung mit taktischen Mitteln. Und genau das macht nun Aloysia. Sie fesselt gewissermaßen Nienhus, verhindert dessen Abreise aus der Villa Spinola, ehe als zweite Armee Georg eintrifft und ihn in die Flucht schlägt. Die Liebenden sind wieder vereint, Nienhus räumt das Feld. Nicht die Wirtschaft behauptet ihren gewohnten Primat, sondern, so heißt es im Roman, das wichtigste Organ, das Organ für die Wirklichkeit. Mit Aloysia und Georg kehren in die Wirklichkeit der Weimarer Zwischenkriegszeit Prinzipien zurück, die Borchert aus der nicht nur geografischen Ferne Italiens 15 Jahre später, als er die Vereinigung durch den Feind hindurch verfasst, bereits für verloren geben muss. Sein Versuch, die Historie gegen die Übermacht des nur Gegenwärtigen zu behaupten, ist bereits historisch geworden, als er ihn niederschreibt. Es scheint, als spräche aus dem gescheiterten Finanzjongleur Nienhus die radikal neue Zeit der 30er Jahre, wenn dieser bedauert, die Ausschaltung der Geschichte aus dem Schulunterricht sei bisher nicht durchführbar. Bisher
der Geschichte wohnt also revolutionäres, widerständiges Potenzial inne, heißt das. Die Moderne ist in Borcherts Gesicht ein amnesischer Vorgang. Sie beruht auf systematischem Vergessen. Das ist die Geschäftsbeginn der Moderne, wie sie Borchert sieht. Orchestriertes, organisiertes, systematisches Vergessen. Für neue Bedürfnisse, neue Konsumentscheidungen, neue Eliten wechseln an der Oberfläche. Aloysia empört sich dagegen in Worten, die ihr Autor teilt. Aloysia also sagt, für mich kommt es nur auf das Dauernde und das Beständige an, Herr Nienhus. Ich bin nicht Partei und wo sie Hoffnungen hat, habe ich Überlieferungen. Wir sind ein altes Geschichtsvolk mit seiner eigenen Art, konservativ zu sein und an seinen Überlegungen zu hängen. Überlieferungen, pathetisch gesprochen, das Mandat der Geschichte, steht im Zentrum des Borchertschen Begriffs von Konservatismus. Borchert konnte mit einem Satz von Wolfgang Matz aus dessen kluger Parallellektüre von Walter Benjamin und Borchert nichts anders als historisch denken. Nicht anders als historisch denken. Und darum musste er auch konservativ denken, denn Konservatismus, hat das einmal definiert, Konservatismus sei, Zitat, auf den nationalen Gehalt umgerechnet, das Bewusstsein der Einheit abendländischer Überlieferung und der Entschluss zur allseitigen Bürgschaft für ihren unbedingten Bestand. Ganz zentrale Definition für ihn. Auf den nationalen Gehalt umgerechnet, das Bewusstsein der Einheit abendländischer Überlieferung. So formuliert es Borchert in dem Aufsatz Konservatismus und Humanismus. Da lag die schöpferische Restauration schon 4 Jahre zurück und ein Vorgriff auf diese, von der wir gleich hören werden, die Denkschrift an einen deutschen Verleger, 24 Jahre. Wir haben bisher gehört, modern ist demnach das Zeitalter der Elastizität, der Reklame, der Parteien, der Massen, des organisierten Vergessens und des Primats der Wirtschaft. Konservativ wäre Überlieferung, wäre Geschichte, wäre Prinzipientreue, wäre Realismus, wäre das Volk. In einer so verstandenen Moderne ist natürlich alles auf einen Erfolg des Gegenspielers der konservativen Welt sich eingerichtet, des Liberalismus. Im Aufsatz Konservatismus und Humanismus heißt es apodiktisch, liberal kann man machen und werden, konservativ muss man sein. Darum sei der Konservatismus eine Weltanschauung, während der Liberalismus eine Habe. Wichtiger Unterschied für Borchert. Ihm, dem Liberalismus, unterstellt Borchert, einen Kampf gegen den Bestand zu führen, mit dem Ziele, diesen Bestand zu brechen. Der Liberalismus steht der Überlieferung im Weg. Nienhus war also ein Liberaler. Der Liberalismus als Freilasser, Leugner, Bestreiter, Entwickler und daher seinem ganzen Wesen nach reaktiv betreibe, Zitat, die Gleichstellung aller durch Freilassung ganzer Klassen, Zitat Ende. Ergo, Gleichstellungspolitik ist keineswegs nur ein Phänomen unserer Tage. Der hier skizzierte Liberalismus, der durch dauernde Beunruhigung Entwicklungen sich fortwährend radikalisiert und jeden Bestand unter Kriegsrecht hält, lässt freilich eher, so meine ich, an die amerikanischen Liberals denken, also die politische Linke, als an wertgebundene Freihandelsliberale wie Lord Acton oder John Stuart Mill. Sei es drum. Was vermag ein Konservatismus überhaupt noch auszurichten im immer neu umwälzenden Fluss der Zeit? Wie standzuhalten dem ökonomisch, technisch, politischen Kräften des Wegräumens, Abbauens, Angliederns? Die Antwort, die Borchert im August 1931 gibt, überrascht. Durch Maßnahmen. Zitat, Maßnahmen sind beim Konservatismus, was beim Liberalismus Programme und der demokratische Gedanke sind. Zitat Ende. Borchert verweist auf die Schriften des Freiherrn von Stein und von Julius Möser, Adam Müllers Reden, Goethes Wahlverwandtschaften, auf Texte also, sodass sich die Frage nach der Art der konservativen Maßnahmen stellt. Es ist offenbar keine politische Erzwingung von Staatswegen gemeint, sondern eine vorpolitische Bereitschaft zur konservativen Wende. Borchert erwähnt fürstliche Gesinnungen, die fürstlichen Ansprüchen vorauszugehen hätte und erinnert an Mösers und Steins Bannworte gegen jene parlamentarische Entwicklung Deutschlands, auf deren Trümmern wir heute stehen. Wir schreiben das Jahr 1931, Borcherts dezionistische Phase hat in diesem Jahr begonnen mit der abgründigen, oft zitierten Rede Führung, mit dem oft zitierten Fanalwort, die ganze Welt wird reißend konservativ.
In einen versöhnlichen Schluss mündet hingegen der Aufsatz im selben Jahr Konservatismus und Humanismus. Zitat: Der Grundgedanke des Humanismus, dass wir dazu da sind, unsere Söhne mit unseren Ahnen zu verknüpfen, ist der Kern des Konservatismus. An derselben Stelle setzt er sich auch explizit mit dem Begriff der konservativen Revolution auseinander und übersetzt sie, Philologe, der er ist, als Rückwälzung, Revolution. Rückwälzung einer gehaltlos gewordenen Volksgemeinschaft auf ihren Gehalt. Gehaltlos gewordene Volksgemeinschaft auf ihren Gehalt. So entdeckt Borchardt in der Revolution ein rückwärts drängendes Element. Und eine so verstandene konservative Revolution müsse die Tatsache verwirklichen, dass kein je in die Nation getretener großer Gedanke der Vorzeit zu Ende gedacht werden kann und alle unerschöpft sind. Konservativ heißt also von der jeweiligen nie Abgeschlossenheit der eigenen Epoche überzeugt sein. Im Kontinuum der Geschichte ist Gegenwart immer Fortsetzung, Fortführung. Man lese dazu das neue Buch von Bote Strauß, Dichtung als Fortführung. Formulieren wir es neutral, dem konservativen Realismus in Ansehen der Zeitläufte und des Menschen entspricht zu Beginn der 30er Jahre die Forderung nach einer selbstbewussten deutschen Realpolitik. Da ist durchaus ein Bruch oder eine Verschärfung, würde ich sagen, eine Verschärfung zu sehen. Es hat wenig zu tun mit der schöpferischen Restauration von 1927, die ich hier und heute stark machen möchte und deren Spuren sich verfolgen lassen auf eine Frühschrift, eine bislang verschollen geglaubte Frühschrift, die dank der Editions- und Wühlarbeit der Rudolf-Borchardt-Gesellschaft nun wohl für alles Geld erhältlich ist, die Denkschrift an einen deutschen Verleger. 1907, da war er 30 Jahre alt, Rudolf Borchardt, und machte sich Gedanken, ohne dass er den Begriff schon zur Verfügung hatte, aber praktisch wurde er in dieser Denkschrift an einen deutschen Verleger, machte sich Gedanken darüber, was ist denn eigentlich unser geistiges und damit unser literarisches Erbe heute. Er verfasst diesen Brief aus der wie immer günstig gemieteten Villa Sadi und der Verleger, an den diese Denkschrift, ein Memorandum würden wir sagen, eine Projektskizze gerichtet ist, heißt, den Namen kennt man vielleicht, Anton Kippenberg. Anton Kippenberg leitet den Inselverlag. Borchardt ist damals frisch verheiratet mit Caroline Ehrmann und als Autor noch immer ein Geheimtipp. Dennoch entwirft er mit hohem Anspruch, höchstem Ehrgeiz und äußerstem Detailreichtum das Programm auf 100 Seiten gedruckt, dreier neuer Reihen, gleich drei, von denen er sich ökonomischen Erfolg verspricht wie ideologischen Terrain-Gewinn. Die erste Sammlung für den Inselverlag, die Borchardt vorschlägt in dieser Denkschrift, soll große deutsche Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts enthalten. Borchardt nennt sie die Münsterausgabe. Eine zweite Reihe mit Neudrucken der halb vergessenen deutschen Literatur von 1750 bis 1850 taufte auf den Namen Euphorion. Und die dritte soll klassische Kinderliteratur enthalten. Borchardt denkt an jeweils mehrere Dutzend Bände und skizziert ein sehr dichtes Panorama. Um Wiederentdeckung ist es allen drei Reihen zu tun. Typisch eine Formulierung für die Euphorion-Ausgabe. Zitat: In Lessings Kreise ist der vergessene Thomas Abt, einer der größten deutschen Prosaiker, aus dem unschicklichen Dunkel zu ziehen, wie keine Kulturnation, die einen solchen Geist hervorgebracht hätte, es ihm und sich selbst angemessen finden könnte. Thomas Abt aus dem Dunkel ziehen. Hand aufs Herz, wer hat den Namen je gehört? Oder Friedrich von Hagedorn, Johann Gaudenz von Salis Sevis, Friedrich Wilhelm Gotter. Borchardt will mit der Euphorion-Ausgabe praktische Erinnerungsarbeit leisten. Er will der Gegenwart schöpferische Kräfte zuführen, indem er ihr den Wurzelgrund der Geschichte neu erschließt. Und so spricht er von seinem Ziel der Herstellung der Tradition, der einfachen Herstellung der Tradition. Durch die, Zitat, Verstärkung der nach vorwärts und rückwärts Verbindung schaffenden Elemente. Reaktionär ist hier nichts. Die große Epoche, deren Frühzeit wir zu bereiten da sind, wie er es formuliert, bleibt im Blick. Nach vorne, ließe sich in Abwandlung des berühmten Novalis-Wortes sagen, immer nach vorne geht der geheimnisvolle Weg. Hierzu aber bedarf es genauer Kenntnisse des Vergangenen, Vergessenen und Verdrängten. Nur so könne dem politischen wie literarischen, Zitat, Mangel an Maßstäben irgendwelcher Art abgeholfen werden. Moderne ist eben nicht nur,
das hoffnungslose Metropolengeschlecht der allzeit elastischen Menschen, Berlin, Berlin, Berlin. Modern ist die Maßstabslosigkeit. Solcher Fluidität aus Mangel an Alternativen setzt Borchert in seiner Denkschrift mit der deutschen Poesie des Mittelalters und eben der Epoche zwischen Friedrich dem Großen und dem Tode Goethes einen alternativen Kanon entgegen. Ansprechend gestaltet, leserfreundlich gesetzt, wohlfeil kalkuliert. Nicht die Gelehrten, sondern durchschnittliche Leser mit durchschnittlichen Zwecken der Lektüren, wie er sagt, sollen angesprochen werden. Borchert will wirken, hinein ins Volk. Gelang es ihm? Zumindest war er sich über die Bedingungen im Klaren, unter denen eine Rückgewinnung der Tradition zum Wohl der Gegenwart und zur Ermöglichung von Zukunft zu leisten wäre. Vom Hinterzimmer, wusste Borchert, geht keine Wende aus und erst recht keine Revolution. Gerade der überzeugte Konservative darf den Weg in die Öffentlichkeit nicht scheuen. Vom sogenannten Durchschnittsdeutschen hingegen gelte, ich zitiere Borchert wörtlich, er tagt, er telefoniert, er wird Mitunterzeichner. Parallelen zur digitalen Klick- und Erregungsdemokratie unserer Tage sind höchstens zufällig. Er tagt, er telefoniert, er wird Mitunterzeichner. Aus alledem, schreibt Borchert, spreche kein hinreichend fundamentales Interesse, kein hinreichend fundamentales Interesse an den gemeinsamen Belangen der Nation. Es sei vielmehr nötig, die, wie er sie nennt, Attrappen des Öffentlichen zu verlassen und endlich einen öffentlichen Geist zu etablieren. Man höre, was er sage. Ich sehe nirgends öffentlichen Geist in der politischen Diskussion dieser Tage. Wir hatten und wir haben keinen öffentlichen, sondern einen geheimen Geist. Keine öffentliche Meinung, sondern geheime und getuschelte Meinung. Und daher keine öffentlichen Angelegenheiten und keine öffentliche Gesellschaft. Wir haben keine gute Politik, weil wir keinen öffentlichen Geist haben. Kein gutes Theater und keinen guten Roman und keine gute Schule und keine gute Gesellschaft, weil wir keinen öffentlichen Geist haben. So waren die Dinge 1916. Die gute Gesellschaft heißt das. Die gute Gesellschaft braucht ein Medium der permanenten Selbstvergewisserung. Sie braucht im Grundlegenden eine gemeinsame Sprache, eine Interessenidentität. Sie ist eine ideelle Erbengemeinschaft. Gemeinschaft aber kann nur gemeinschaftlich und also öffentlich geschehen. Das in Zirkel und Clubs zerfallene Land, neudeutsch gesprochen, eine Republik der Echokammern, werde sich nie der geistigen Grundlagen besinnen können. Also Borchert warnt vor der Echokammer 1916. Der Aufsatz, aus dem hier zitiert worden ist, heißt Öffentlicher Geist. Und er sollte eine Zeitschrift mit eben diesem Titel Öffentlicher Geist präludieren. Auch vor dem Hintergrund natürlich zunehmender Uneinigkeit an der Heimatfront im dritten Kriegsjahr. Gültig bis heute bleibt die Erkenntnis, dass aller Geist Öffentlichkeit verlangt. Austausch und freie Rede. Und dass gerade der, der mit dem ganzen Volke, Zitat, reden will, die große Arena, das offene Debattenfeld nicht scheuen darf. In dieser Hinsicht hat sich Borchert, der keiner Widerrede aus dem Weg ging, bis hin zu Gerichtsprozessen, nichts vorzuwerfen. Eine andere Frage wäre, wie denn dieser konservative Rebell, der all das auf sich nimmt, beschaffen sein sollte, damit er in den Debatten durchdringt und überzeugend die Gegenwart verwirft. Antwort: wie Friedrich Schiller. In der Denkschrift an einen deutschen Verleger erscheint Schiller beim jungen Borchert nur sehr am Rand. Er will ja gerade Gewaltiges, so heißt es, auch außer Schiller und Goethe heben, mit dieser Euphorion-Ausgabe, die auf 300 Bände angelegt war. Gesondert erwähnt wird in der Denkschrift und gepriesen das Romanfragment Der Geisterseher, eines, wie er sagt, der spannendsten Bücher von Schiller, die es gibt. Die Nebenwand gewissermaßen im Schillerschen Zentralmassiv. Und gestern habe ich hier der Laudatio auf Rüdiger Safranski aus Anlass der Verleihung des Deutschen Nationalpreises 2018 an Rüdiger Safranski entnommen, dass Safranski in seinem Schillerbuch Schiller aufschließe mit einer Betrachtung über die Geisterseher. Da dachte ich mir, Herr Safranski, Borchert würde sich freuen. Vollkommen anders stellt sich, was die Bedeutung Schillers angeht, die Lage 1920 dar, hier in Berlin, im Haus Ludwig Woldes, des Mitbegründers der Bremer Presse, als Borchert seine Rede über Schiller hält. Hier wird Schiller zum schöpferischen Restaurateur avant la lettre
und zum versteckten Selbstporträt und damit zur verdeckten Selbstermutigung. Ich frage, ist Schiller oder ist Borchardt gemeint, wenn es in der Rede über Schiller heißt, er sei als Revolutionär ein Kämpfer für das Gewesene in erster Linie und nicht für das Künftige? Als Neuerer, zäh und revolutionär am Alten haftend und in das Neue hineinstürmend, alles durch seinen Sinn für die Geschichte. Zitat Ende. Borchardt wollte sich bekanntlich in seinem Sinn für die Geschichte von niemandem übertreffen lassen und ein, wie es eben hieß, Revolutionär für das Gewesene, musste er zum damaligen Zeitpunkt noch kaum diskutierte Typus des konservativen Revolutionärs natürlich sein. Schöpferisch und gerade nicht kopierend gerät diese Umwertung des Gegenwärtigen dadurch, dass, sei es bei Schiller, sei es bei Borchardt, der Kämpfer ein Künstler sein muss. Borchardt verneigt sich vor der größten deutschen Kunstprosa, die es je gegeben hat. Nur an Schillers Schriften, Zitat, wird der Deutsche, solange ein Deutsch geschrieben wird, lernen, wie Deutsch geschrieben werden muss. Dann schrägt man sich nach dem Status der Verkehrssprache, mit der wir uns heute meistens unterhalten in der Öffentlichkeit oder unterhalten lassen und es für Nachrichten halten. Der Schluss der Wallenstein-Trilogie, so Borchardt, ist das höchste Kunstwerk dramatischer Technik. Die Abgründe, die Risiken des schillerschen Idealismus erkennt Borchardt klar. Hellsichtiger, als er sie später an sich selbst wahrnimmt. Goethe zufolge nämlich hat es Schiller an logisch fundiertem Wirklichkeitssinn gemangelt. Schiller zählte, laut Goethe, laut Borchardt, zu jenen Menschen, Zitat, deren Schicksal es ist, auf längs abgeschnittenem Aste sitzen zu bleiben. Nicht loszukommen vom Ideenkomplex des 18. Jahrhunderts. Beide Gefahren, zu wenig realistisch, zu sehr nostalgisch zu sein, war Borchardt sich bewusst und er wollte sie umgehen. Im eigenen Schreiben, Reden, Denken. Insofern war natürlich an das eigene Herz, wie auch an das Publikum in Ludwig Wolders Berliner Wohnung und vielleicht auch an uns heute hier, diese Mahnung vom 23. April 1920 gerichtet. Ihr lieben konservativen Mitstreiter, bleibt nicht auf abgeschnittenen Ästen sitzen. Vergesst vor lauter schönen, klugen, guten Ideen nicht die Wirklichkeit. In der Vereinigung durch den Feind hindurch wird das wichtigste Organ überhaupt das Organ für die Wirklichkeit sein. Konservativ ist, wer die Wirklichkeit anerkennt. Selbst so schwer es fallen mag, die Berliner Großstadtwirklichkeit, die Borchardt in die heute taufrischen Worte fasst, heute sei die Zeit gekommen, da verrückt gewordene Schullehrer regieren und größenwahnsinnige Spießbürger unsere Hauptstadt bankrott verwalten. Zur Verteilung im Roten Rathaus stelle ich das Zitat gerne zur freien Verfügung. Die Jahrhunderte grüßen einander am Horizont. Überhaupt die Großstädte. Einmal schreibt Borchardt grimmig, an der Frage, ob Deutschland noch die Kraft hat, seine Metropolen zu zügeln, zu regieren und wenn es sein muss, in den Staub zu brechen, um zu leben. Daran liegt das Schicksal des nationalen Problems. Die Rede über Schiller findet zu epigrammatischer Kürze zurück. Die Welt ist schwer, er hat gelehrt, wie man des Schweren Herr wird. Im Kunst nämlich ereignet sich Weltbemeisterung und das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. So ist Schillers große Kunst Lebenskunst. Legitime Herrschaft findet dann statt. Alles kommt darauf an, dass die Richtigen herrschen, aus den richtigen Gründen, zu richtigen Zwecken, in den richtigen Formen. Schiller, das war auch ein Stil. Welcher Stil soll in Deutschland herrschen? Gewiss nicht jener herausgeputzte Oberflächenstil des Konstantin von Schenius, der als unwürdiger Liebhaber wenig später die erzählte Lebensbühne des Rudolf Borchardt betreten sollte. Am herrlichsten von allem diesem Kind seiner Zeit, wir erinnern uns, war der Stil, eine Pomade aufzutragen beim Blick in den Spiegel. Er blieb ein Assimilant seiner eigenen Sitten. Auch manchem wandelnden Tattoo, Ganzkörperkunstwerk, sei dies ins Gewissen geschrieben. In ihm verkörperte sich die Stillosigkeit eines Geschlechts, das vielleicht genau deshalb von Borchardt das Hoffnungslose genannt wurde. Denn wo wahrer Stil wäre, da läge Hoffnung, da begänne das bessere Deutschland.
Bis es soweit ist, müssen wir Vorarbeiten methodischer und bewusstseinspolitischer Art leisten. Arbeiten am rauen Stein, sozusagen. Einstweilen ist Subjekt der Geschichte. Wir kennen es ja aus dem Aufsatz Öffentlicher Geist. Und mit diesem Subjekt der Geschichte müssen wir uns beschäftigen. Der Durchschnittsdeutsche. Und der Durchschnittsdeutsche interessiert sich für die gemeinsame öffentliche Sache, für das Volk, dem er angehört, gar nicht. Er ist Deutscher, aber es ist ihm egal. Schlimmer noch, der durchschnittliche Deutsche hat sich mittlerweile, so verschärft Borchert seine Diagnose, als nationale Abart der, Zitat, europäischen Durchschnittsmenschheit herausgestellt. Das war noch vor der Benetton, L'Oreal und McDonalds-Kultur zwischen Syrakus und Hammerfest. So intoniert Borchert seinen zentralen Münchner Vortrag über schöpferische Restauration. Ein Begriff ganz eigener Prägung, schöpferische Restauration. Er hat nicht die schillernde Vor- und auch nicht die heikle Nachgeschichte wie sein Pendant, die konservative Revolution, wodurch er sich, so meine ich, für einen vorurteilsfreien neuen Blick heute empfiehlt. Vielleicht lässt er selbst sich heute schöpferisch restaurieren. Dann wäre zu prüfen, ob sich eine Parallele auftut zu heute. So wie Borchert in seiner Rede schöpferische Restauration selbst eine Parallele eröffnet hat, die nämlich zwischen dem Staat Friedrich des Großen und dessen Ära 1750 und seiner Gegenwart um 1930. Beide Gegenwarten sieht er kritisch. In beiden Fällen sieht er, Zitat, die Mechanisierung des Menschen und der Welt am Werk. Und zugleich aber, und das ist das Entscheidende, zugleich das unvernünftig esoterische Okkultismus-Horoskop-Handleserei. Die Parallelen zu unserer Zeit, in der, wie wir immer wieder sehen, Computerprogrammierer sich am Wochenende in Druiden und Versicherungsmathematikerinnen in Hexen auf Mittelaltermärkten verwandeln, ist mit Händen zu greifen. Das Hochtechnische und das Okkulte, das Esoterische neben der künstlichen Intelligenz, das eine das andere vorantreibend. Insofern gilt Maschine, Sensation, Spekulation, Gewinnsteigerung, roheste Vermehrung der Bedürfnisse und Ansprüche. Das Zeitalter der Naturwissenschaft war das schamhafte Deckwort für das Zeitalter der Technik, sagt Borchert. Auch die in der schöpferischen Restauration für die Zeit Friedrichs des Großen wie die Weimarer Republik diagnostizierte Verkehrung der natürlichen Gegensätze der Geschlechter, das Puder regiert, metrosexuelles Make-up. Im unwürdigen Liebhaber wurde das Verwischen der Geschlechtsvorzeichen beklagt, lässt sich mit der Kraft der Evidenz diese Parallele ins heutige fortsetzen. Wir nennen es Gender. Erst recht gilt diese Parallelisierbarkeit zweier Welten für den Siegeszug eines Ökonomismus, der sich für alternativlos hält. Zitat, die gesamte Welt ist käuflich und bewegt sich in einem wilden Tanze um ihre Kaufpreise. Was kostet eine Stimme, was kostet ein Leben? Weiterhin gab und gibt es damals und heute Versuche zur Beherrschung der öffentlichen Meinung. Mal scheitern sie, mal glücken sie. Außerdem wurde und wird laut Borchert in dieser von ihm kritisierten Moderne der freie Wille bestritten. Scheint menschliches Handeln sich im Nachvollzug des Vorherbestimmten zu erschöpfen. Dieser Punkt aus der Rede schöpferische Restauration lesen wir heute, so meine ich, mit erhöhter Wachsamkeit. 11. Artikel Grundgesetz. Der freie Wille ist eine Illusion, so mag es uns erscheinen. Hier zitiert von Gerhard Roth, aber das hören und lesen wir immer. Der freie Wille ist eine Illusion. Das Vorbewusste und das Unbewusste entscheiden. Neuronen feuern Werke, geben uns Handlungen vor. Borchert hielte dagegen, aus solchen Aussagen, lieber Hirnforscher, aus solchen Aussagen spricht die Hölle eines hoffnungslosen Mechanismus und Determinismus des Willens und seiner Freiheit entkleidet. Hoffnung heißt das, braucht Freiheit, verlangt also Willensfreiheit. Und ohne Hoffnung ist speziell die Lage in den deutschen Großstädten, ich muss nochmal darauf zurückkommen, in den deutschen Großstädten der Weimarer Republik, 2017 vermutlich auch in dieser Perspektive. In diesen Großstädten sieht er, wie er es mit einer sehr drastischen Polemik formuliert, ein Halbmenschen- und Viertelsmenschenwesen ohne Nationalität in nichts anderem als dem Wahlrecht und der Steuerpflicht dazu befähigt, Teil eines Volkes zu sein. Wenn die Polemik abziehen, heißt es ja immer noch, das, was uns verbindet, ist die Pflicht, Steuern zu zahlen und das Recht, wählen zu gehen. Das sind schrille, anmaßende, verletzende Töne, weit jenseits des sonst so schattierungsreich beschworenen kulturellen Auftrags namens Abendland.
Wir schreiben das Jahr 1927, wie gesagt. Auch die öffentliche Rede bewegt sich in einem wilden Tanze um ihre Aufmerksamkeitspreise und, das wäre zu sagen, wer herrschen will, der kann ins Herrische abgleiten. Also, Mechanisierung, Ökonomisierung, Okkultismus, Determinismus, Meinungsmonopole und fluide Geschlechter. Wie zog sich das 19., wie sollte sich das 20. Jahrhundert da am eigenen Schopf aus dieser Misere ziehen? Was bliebe zu tun? Laut Borchardt, laut der Rede zur schöpferischen Restauration, ereignete sich danach, zwischen 1820 und 1848, eine zweite allgemeine Reformation. Eine Reformation an Haupt und Gliedern. Eine geistige Reformation. Der alte Gott, der alte Mensch, die alte Erde wurden wiederentdeckt. Die Leitsterne solcher Restauration hießen damals Hamann, Herder, Fichte, Schelling. Sie machten Gott, die Urzeit des Menschen und den Menschengeist neu heimisch in Europa und begründeten so einen neuen deutschen Hellenismus, sein Begriff, ein neuer deutscher neuer Hellenismus. Das heißt, rein durch Bildung und durch Kunst, durch Philosophie, Wissenschaft und Poesie nahm, Zitat, die europäische Gesellschaft das Gepräge eines deutsch reformierten Lebens an. Auf diese Weise, das ist die Fluchtlinie der schöpferischen Restauration, auf diese Weise verbinden sich Vaterlandsliebe und Abendland sowohl friedlich als auch fruchtbar. In meinen Worten, der Geist soll das deutsche Exportgut Nummer 1 werden. So ließe sich Borchardts schöpferische Restauration ins Heute übersetzen. Blühen und gedeihen muss der Geist daheim, an den Universitäten und in der Öffentlichkeit, in den Schulen und den Familien, ehe er draußen Früchte tragen kann. So schließt sich der Kreis zu bekannten Appell für mehr öffentlichen Geist. Alle Politik ist dann zunächst einmal Bildungspolitik. Erzogen werden muss der Einzelne, damit die Nation sich bilden kann. Borchardts Rede zur schöpferischen Restauration, die trotz einiger rhetorischer Grobheiten ein ganzheitliches Bildungsprogramm skizziert, setzt beim Individuum an. Das Individuum muss, zumal nach einem verlorenen Weltkrieg, in dem Borchardt den Zusammenbruch der neuen Welt und nicht der alten erblickt, in einen bildbaren Zustand versetzt werden. Der Mensch muss wieder bildungsfähig werden. Darum dekretiert Borchardt in der Rede, Zitat, an der Stelle, wo wir stehen, haben wir nichts anderes zu tun, als Wunden zu heilen, Glieder zu schienen, Zerstreutes zu sammeln, Zerrissenes herzustellen, unser gequältes und gemartertes Volk in unserem Busen, wie Goethe sagt, im Geiste, als eine Ganzheit zu restaurieren durch eine Restitutio in Integrum. Zitat Ende. Darauf komme nun alles an. Auf die Wiederherstellung eines verloren gegangenen nationalen Zustands, in dem bei der kleinsten bildbaren Einheit, dem Mensch, in dessen körperloser innerster Stelle, dem Geist, sich Wandel ereignet. Dort im Innern, im Geist, im Busen hat die Sehnsucht nach Heimkehr ins Ewige ihre Anfangssehnsucht. Es sei nämlich, Zitat, ein Irrtum zu glauben, wir könnten unsere realen Institutionen reformieren, ohne unsere Ideale umzustellen. Es ist der größte Irrtum, man könnte eine Sache betreiben, ohne ihren Geist zu besitzen. Wenn ich diesen Satz umkehre, es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten unsere realen Institutionen reformieren, ohne unsere Ideale umzustellen, dann deuten natürlich reformierte Institutionen, wie wir sie heute auf vielen Feldern erleben, auf bereits öffentlich oder klammheimlich umgestellte Ideale. Also in diese Richtung lässt sich Borchardt lesen. Oder wer nicht groß zu denken vermag, wird nichts Großes erreichen. Darum wollte Borchardt die herrschenden Tendenzen seiner Zeit ihres Glitters entkleiden. Damit aus dem Hoffnungslosen ein hoffendes Geschlecht werden kann, müssen die falschen Götzen, wie er sie im Vortrag zur schöpferischen Restauration skizziert hat, vom Thron gestoßen werden. Dann erst kann die schöpferische Restauration beginnen, die Gesundung der Nation durch neue Besinnung auf ihr kulturelles Erbe, die hellen Seiten ihrer Geistesgeschichte. Rätselhaft bleibt freilich der Schluss der fulminanten Rede zur schöpferischen Restauration. Jedes Pathos, alle Polemik, jeden Angriff meidend, klingt leise und sanft aus, was zuvor auch zu poltern verstand.
Die Zuhörer, und damit schloss Borchert in München seinen Vortrag, die Zuhörer mögen bitte nicht vergessen, Zitat, dass wir um einen einzigen Ruhm werben, den, dass der einst von uns gesagt werden dürfte, dass wir um Rahel gedient haben und nicht um Lea. Lea lautet das Schlusswort der Rede zur schöpferischen Restauration, und Lea war die erste Frau des Stammvaters der Juden, Jakobs. Die Schwester Leas wiederum heißt Rahel, ist jünger, attraktiver, wird Jakobs zweite Frau, war aber schon dessen erste Liebe. Jakob hatte sich der Konvention gefügt und die Erstgeborene Lea geheiratet. Diese schenkte ihm 7 Kinder, während die hübsche Rahel als unfruchtbar galt. Spät erst bringt sie dann doch 2 Knaben zur Welt, wider alle Erwartungen. Und was wurde aus diesen Knaben? Josef und Benjamin. Um Rahel dienen, nicht um Lea, die aus Jakobs Sicht falsche Braut. Das Publikum möge der Deutschen, der Dazugekommenen, der Schönen, der schwierigen Geschichte und frühen Liebe die Treue halten und sich nicht vorschnell europäisieren. Auch wenn Europa das normative Erstgeburtsrecht für sich beanspruchen kann. So könnte es gemeint sein. Europa und Deutschland als unzertrennliche Geschwister. Erst war da Europa, dann wand sich Deutschland heraus und empor, wie verschlungen und verspätet auch immer. Und nun braucht es ein neues, inneres Deutschland, um das Abendland zu sich selbst zu befreien. So könnte es gemeint sein. Zumal, wenn wir zurückdenken an die Formel aus dem Aufsatz Konservatismus und Humanismus. Sie erinnern sich, konservativ ist die auf den nationalen Gehalt umgerechnet das Bewusstsein der Einheit abendländischer Überlieferung. Der Abendländer als der wahre Konservative, Europa als Bringschuld der Nation, das deutsche Volk als Erzähler Europas, all dies gefasst in die jüdische Familiengeschichte von Jakob, Rahel und Lea. Kein Abendland also ohne Judentum. Wie kam es zu dieser Schlusspointe? Wer sprach da? Wer sprach warum da so? Borchert wurde 1877 in Königsberg geboren, dann in Moskau getauft im calvinistischen Bekenntnis der Eltern. Der Vater gehörte als Teehändler und Bankteilhaber der besseren Gesellschaft an. Die Kindheit verbrachte der kleine Rudolf zum Teil in Berlin, worüber er im rundum lesenswerten Erinnerungsbuch Rudolf Borcherts Leben von ihm selbst erzählt, berichtet. Später folgte er seinem Hauslehrer erst nach Westpreußen, dann an den Niederrhein. Dort in Wesel machte er 1895 Abitur, ehe er in Berlin und Bonn zu studieren begann. Klassische Philologie und Archäologie vor allem. Im Rückblick auf die 5 Berliner Jahre schreibt er in Rudolf Borcherts Leben von ihm selbst erzählt: Ich war ein gesundes und zähes, aber kein starkes und kein blühendes Kind. Ein Großstadtgewächs ohne Farbe und Frische, ein kleiner Bücherhocker in grauen Hofzimmern, reine Luft und freies Spiel, völlig ungewohnt. Man wohnte, wie jedermann wohnte, in pomphaft düsteren Mietwohnungen, statt wie in Königsberg, in würdigen eigenen Stadt- und Landhäusern. Königsberg. Das Utopikum des gelingenden Lebens, wo er maximal ein halbes Jahr verbracht hat. Als Berufswunsch gibt der 8-jährige Rudolf Feldprediger an. Die Wohnung befand sich am Kronprinzenufer Nummer 5 im Spreebogen, heute Ludwig-Erhard-Ufer, gegenüber vom Hauptbahnhof, den Reichstag im Rücken. Eine prominentere Lage im kaiserzeitlichen Berlin hätte sich nicht finden können. Rudolf Borchert war also reformierter Christ. Da dürfte es, sollte man meinen, ihm nicht allzu schwer gefallen zu sein, den Geist der Nation und den Geist des Christentums kurz zu schließen, wie er es 1960 durchaus auch konventionell tat. Damals schrieb er, er sei überzeugt, Zitat, dass alle gute und große Kunst, die es innerhalb unseres Kulturkreises geben kann, christliche Kunst sein muss. Christlich ist der Kunst der deutschen Poesie darum, weil das Christentum der Geist der deutschen Geschichte ist. Zitat Ende. Zur selben Zeit jedoch, im selben Jahr, galt Borchert als Jude. Im jüdischen Lexikon von 1927 ist Borchert ein Beispiel für jenen, Zitat, Typus des Juden, der durch das Mittel eines übersteigerten Patriotismus die restlose Assimilation anstrebt. War das infam, gedankenlos, schlecht informiert oder stimmte es?
Borchert selbst sprach und schrieb, desto öfter er mit dieser Frage konfrontiert wurde, von der Königsberger Kreuznahme. So nannte er den Übertritt der Großeltern oder Urgroßeltern, der sich je nach Quellenlage zwischen 1800 und 1850 ereignet haben muss. Der leidenschaftliche Historiker Borchert war bei diesem familiengeschichtlich zentralen Ereignis offenbar auf Vermutungen angewiesen. Anders ist diese enorme zeitliche Spanne, ein halbes Jahrhundert, die er anbietet, nicht zu erklären. Tatsächlich aber, ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit davon überzeugt, tatsächlich aber liegt Borcherts Großvater auf dem Berliner jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee. Rudolf Borchert der Ältere starb als Jude. Die Konversion von Borcherts Eltern, Robert Martin und Rosele, dürfte zwischen 1865 und 1875 stattgefunden haben, höchstens ein Jahrzehnt vor Rudolf Borcherts Geburt. Die Eltern waren die größte Spanne ihres damaligen Lebens Juden gewesen. Als Rudolf am 9. Juni 1877 das Licht der Welt erblickte, das zweite übrigens von 7 Kindern. Die Auseinandersetzung mit dem Judentum blieb ihm lebenslang ein, wie er sagte, so stummes wie unerschöpfliches Bildungsproblem. Auch hier dürfen wir, so meine ich, die Bildung der Person ebenso wie jene der Nation unterstellen. Borchert näherte sich beiden Bildungsprozessen vom Rand her. Das eigene Ich verbarg er lang im Spiel der Masken und Fiktionen und das eigene Land nahm er von Italien aus in den Blick, von der Toskana, wo er mit Unterbrechungen seit 1903 lebte, im Alter von 26 Jahren. Der peripherische Blick schärfte die Sinne, verkomplizierte aber auch die Kommunikation vor dem Fernsehen, vor dem Internet, vor WhatsApp. Schon 1910 fand Borchert für sich und sein mal hochfahrendes, mal kleinlautes Gebaren, das in Gefahr blieb, um sich selbst zu kreisen, ein wirklich berückendes Bild. Zitat: So bin ich wie die einzige übrig gebliebene Biene eines ausgeräucherten Stocks, die ihre Zelle baut, weil ihr die Sechseckigkeit mit den 6 Beinen angeboren ist. Das Wachs, das sie ausscheidet, untergebracht werden muss und jene Art Instinkt sie nach wie vor zwingt, die ungenutzten Förmchen mit Speise für die Ungeborenen zu füllen. Ist das nicht eine realistische Beschreibung des Risikos, das der Konservative, der man ist und nicht werden kann, eingehen muss? Des Risikos, der Letzte seiner Art zu sein, fortzusetzen, fortzuführen, was einem angeboren ist, unbeschadet der Resultate? Aloysia verstünde das in ihrem Kampf für Überlieferungen und gegen den Geist des Geschäftemachens. Baron Moritz stimmte ein in seinem Appell für Überzeugungen und gegen Launen. Überlieferungen, Überzeugungen, sie sind, so meine ich, die Speise für die Ungeborenen, von denen der Konservative nur hoffen kann, dass sie kommen mögen. Und die Voraussetzungen schaffen, dass ihr Kommen sich dann auch lohnte. Dass die Künftigen ein Land vorfinden, eine Sprache, ein Kultur und ein Geist und nicht nur einen ausgeräucherten Stock. Komplizierter noch, heillos, wurde die Lage nach Borcherts letzter Rede auf deutschem Boden am 6. Februar 1931 zu Bremen über Führung ausgerechnet, mit dem zukunftsfrohen Ausblick, die ganze Welt wird reißend konservativ. Kommen müsse ein, Zitat, harter Menschenbildner, der nicht Deutschland führt, sondern den führbaren Deutschen schafft. Da war aus dem Anti-Elastischen das Starre geworden, die nationalistische Maske der verbale Stechschritt. Die Redeführung ist eine ambivalente, oftmals verstörende Lektüre. Jedoch, bereits im März 1933 wird Borchert auch in Italien das Auftrittsrecht entzogen, weil er Jude sein soll. Er wird, wie er selbst schreibt, durch die Pressevertretung der deutschen Regierungspartei aus familiengeschichtlichen, weit zurückreichenden Gründen in meiner Legitimation in Zweifel gezogen. Rudolf Borchert muss erkennen, was er für undenkbar hielt. Zitat: Meine Familiengeschichte erfüllt nicht die für den Zeitdeutschen vorgeschriebenen Forderungen der Turnierfähigkeit. Wie lauten die Bedingungen des heutigen Zeitdeutschen für diskursive Turnierfähigkeit? Das freiwillige Exil in der Toskana wird zum Ort dauerhafter Emigration.
Bereits im Mai 1933 hat Borchardt begriffen, dass nun, Zitat, die Zerstörung der Persönlichkeit in einem Geschichtsvolk anhebt. Die innere Ablehnung der europäischen Kultur, weiten Teilen der Deutschen fest eingeschrieben seit dem Mittelalter, schlage nun, 1933, zum Destruktiven aus. Und so schreibt er im Mai 1933 klare, kluge Sätze. Nur im deutschen Volk hält sich zäh der wütende Argwohn, durch das Christentum eigentlich gefoppt zu sein, durch Rom nur ausgebeutet und düpiert, durch Mittelalter und Kirche verhöhnt, durch die Wissenschaft dumm gemacht, durch Frauenkultur, Höfischkeit und Höflichkeit entnervt, durch den Geist verraten und durch Goethe, um den richtigen Weg betrogen zu sein. Zitat Ende. Deutschland betritt er nie wieder. Borcherts Konzept einer schöpferischen Restauration in der Moderne steht nun im Feuer. Was tun? Wohin sich wenden? Revidieren muss er sein Konzept nicht, im Gegenteil. Ein Grundzug, wir haben es zurückgeführt, bis auf die Denkschrift. Ein Grundzug, schon immer zentral, tritt nur nach vorne. Die Verankerung des Deutschen im Abendländischen, die Zuspitzung des Abendländischen im Deutschen. Konservativ ist, wer dem Abendland die Treue hält. Wie schrieb Borchardt doch in der Weimarer Republik, Zitat, der Deutsche betritt den Bereich der späteren europäischen Geschichte als ein Wanderer. Der Deutsche ist kein Eroberer, sondern ein schicksalgetriebener Landsucher. Zitat Ende. Die Deutschen, beharrt Borchardt zu einer Zeit, der er sich mehr und mehr ins jüdische Fach rubriziert sieht, die Deutschen seien seit ihrer Formierung um 500 nach Christus ein, Zitat, slawisch-deutsches Mischvolk gewesen. Ihre Geschichte habe sie weltbürgerlich gemacht und das sei keine Charakterschwäche, sondern, Zitat, Formung und Fügung. Kein Volk der Erde sieht einen solchen Prozentsatz der Seinen geschlossen in fremden Grenzen sich zufrieden geben. Kein Volk der Erde hat eine so ungeheure Diaspora der Individuen aufzuweisen. Wo der Deutsche Wald schlägt, Wurzeln rodet und Städte baut, muss es in Mittelwest oder Brasilien sein. So Borchardt. Der Deutsche steht also, ganz so wie Borchardt in seiner toskanischen Villa, Zitat, zentrifugal in der Welt. In Friesland, Medocke oder Meldorf geboren zu sein, wozu kann es besser oder näher führen als zu einem Tode zwischen Mokka und Sanaa in Südarabien? Zitat Ende. Das Wandern also ist der deutschen Lust ja ihre Bestimmung. Der Auftrag in der schöpferischen Restauration, Deutschland im eigenen Busen als Ganzheit wiederherzustellen, ist demnach keine Wendung ins Mystische, sondern geschichtliche Notwendigkeit. Deutschland war für Borchardt immer eine Sache der Gesinnung und nicht des Territoriums. Und zu diesem geistigen Deutschland, das natürlich gleichwohl einer staatlichen Struktur bedarf, einer administrativen Hierarchie, einer normativen Inklusion und einer geschichtlichen Exklusion, in diesem geistigen Deutschland braucht es als Prinzip den Föderalismus. Das legt er da in einer Rundfunkrede in München, der deutsche Geist als Hüter des deutschen Föderalismus. Er ist auch darin knochentrocken realistisch. Zitat, wir sind das einzige große Volk der Welt, das sich selber immer problematisch geblieben ist. Für den Franzosen ist Frankreich, für den Engländer England, für den Italiener Italien eine Realität. Für den Deutschen ist Deutschland ein Ideal. Wenn wir ausrufen wollten, es lebe Deutschland, so würden wir uns unbehaglich fühlen. Die Worte klingen aus einer anderen Sprache übersetzt. Deutsche Realität sind Deutschlands Stämme, seine Regionen. Deutschland als Nation bleibt immer auf dem Wege, bestenfalls. Für den auch hier im Rundfunk gerühmten geistesgeschichtlichen Triumph des 18. Jahrhunderts, dank Bach, Lessing, Kant, Herder, Schiller, Goethe, Haydn, Mozart, gilt, deutscher Völker, deutscher Stämme, deutscher Vielfachheit hat es dazu bedurft. Deutschland heißt das, mag kein Paris gehabt haben, kein leuchtendes Zentrum, aber es hatte auch nie eine Provinz. Erst vor diesem Hintergrund kann Borchardt zu einer überraschenden Moral gelangen. Sie lautet, das war auch in der Einladung vorgegeben, Vergangenheit ist kein Programm und der falsche Konservatismus, der sie restaurieren will, frevelt wie sein Gegenspieler, der Radikalismus, der die Welt an seinem Geburtstage geschaffen wähnt.
Es muss also ein drittes geben zwischen den Antipoden, die Sie kennen und die ich jetzt gar nicht mit Namen belegen muss. Aber war bisher nicht genau immer das gefordert worden? Habe ich nicht das versucht darzulegen, zu referieren, der Konservative, der die Gegenwart verwerfen müsse und die Vergangenheit restaurieren, damit Zukunft werde? Fahre ich mir, fährt Borchert sich hier selbst in die Parade? Ja und nein. Die bestimmenden Tendenzen der Jetztzeit lehnt Borchert ab. Aus ganzem Herzen. Mit aller Kraft. Er will im Namen der Ewigkeit, mit dem Mandat der Dichtung, zu einem Volk sprechen, das der Erziehung bedürfe. Ewiger Vorrat deutscher Poesie, heißt eine seiner realisierten und nicht nur projektierten Anthologien. Doch schon mit seiner Euphorion-Ausgabe für Anton Kippenbergs Inselverlag wollte er, Zitat, die Beschleunigung aller Prozesse erreichen, nach vorwärts wie rückwärts, damit aus bewussten Erben bewusste Ahnen der Zukunft werden. Immer eine Gleichzeitigkeit dieser Betrachtung. Ins Zukünftige mit dem geistigen Marschgepäck des Vergangenen, das in der Gegenwart neu fruchtbar gemacht wird. Harry Graf Kessler erkannte dieses doppelte Ziel Borcherts genau und notierte in sein Tagebuch, Borchert hoffe, Zitat, dass man ohne Deutschtümelei oder Kosmopolitismus das gesamte Niveau der Kultur in Deutschland wieder heben könne, durch Hinwendungen zum Stil der mittelalterlichen und der klassischen Literaturzeit. Weder Deutschtümelei noch Kosmopolitismus. Keineswegs also darf sich Konservatismus darin erschöpfen, die Vergangenheit ins Schaufenster zu stellen. Die Vereinigung durch den Feind hindurch gelingt nur auf dem Spiel- und Schlachtfeld des Feindes, der Gegenwart und mit gegenwärtigen Mitteln. Wenn Borchert selbst vom Snapshot schreibt, statt vom Schnappschuss, von der Shopkeeper-Gesellschaft und dem Shop-Talking, wenn er sich selbst einen Outsider und Outlaw bezeichnet und einer Society in the Making den Weg begreiten will, dann greift er selbst zu Anglizismen, wie sie zur Jahrhundertwende und in der Weimarer Republik gebräuchlich sind. Da ist auch er Kind seiner Zeit. Nicht um diese zu rechtfertigen, sondern um sie in ihrem Medium zu stellen. Und deswegen ist es ja auch so gut, dass Rudolf Borchert jetzt auch bei Twitter ist. Schauen Sie ruhig nach. Er nimmt den Kampf um die Begriffe, der immer ein Kampf um das Denken ist, auf. Er fürchtet, was es eben schon einmal gab, Zitat, die Tragödie der konservativen Gesinnung ohne Erlösung durch den neuen Gedanken. Tragödie der konservativen Gesinnung ohne Erlösung durch den neuen Gedanken. Widerstrahlen muss eben deshalb die Idee des Föderalismus, dieser verfassten Vielfachheit. Aus dieser Vielfachheit könne, müsse, solle Deutschland neue Schöpferkraft ziehen. Wohl wissend, Zitat, wir haben eine gemeinsame Wurzel, aber unsichtbar tief im Boden. Wir sind nicht uneinig, wir sind verschieden. Uneinigkeit ist nur ein anderes Wort für den Mangel an schöpferischer Kraft. Wir sind verschieden. Diese Erkenntnis aus der Münchner Rundfunkrede von 1930 war angelegt von Anfang an. Und nun wird sie zur rettenden Formel über den Untergang der deutschen Nation hinweg. Borcherts letzter politischer Aufsatz aus dem Jahr 1943 mit genau diesem Titel blieb Fragment. Er schrieb ihn in Forte dei Marmi in der Villa Pallavicino. Seine erste Ehefrau, Caroline Ehrmann, war da schon ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht worden, wo sie sterben sollte. Sein Bruder Philipp überlebte das Lager Dachau, während die Mutter, 88-jährig, in Berlin aus dem Fenster sprang, um der Deportation zu entgehen. Ein Stolperstein in der Passauer Straße 2 erinnert heute an, Zitat, Rosalie Borchert, geborene Bernstein, wurde am 20. April 1854 in Königsberg geboren. Sie flüchtete am 6. März 1943 in den Tod. Schauen Sie sich an, Passauer Straße 2. Was konnte da noch vom Deutschsein bleiben, dem Rudolf Borchert all seine Lebenskräfte gegeben hatte? Was, bitteschön? Im Untergang der deutschen Nation prophezeite er in unüberbietbarer Klarheit, Zitat, das Ausscheiden der deutschen Nation aus der Weltgeschichte, in die sie erst nach Generationen unter heute nicht absehbaren neuen Umständen zurückkehren wird. Neue Umstände wird es brauchen, neue Gedanken.
Und bis dahin in der nationalen Eiszeit mögen die Deutschen, so Borcherts Hoffnung, begreifen, dass sie als Mischvölker am Ende der Römerzeit in der Völkerwanderung erschienen, dass der hohe Grad seiner Mischbarkeit und sein Drang nach Mischung den Deutschen mache, dass Weltübersicht, Weltkundigkeit vor der Maßlosigkeit bewahre, vor der, Zitat, kurzen Spannung zwischen Extremen, dem unheimlich leichten Brechen in der Höchstspannung, der Unsicherheit des Schwerpunkts, dem typisch Deutschen eben. Thomas Mann sah es nicht viel anders. Gibt es also eine konservative Moderne? All dieweil das Modernste überhaupt die Kritik an der Moderne ist und der Konservatismus diese Kritik leistet, kann die Antwort nur lauten, ja, es gibt eine konservative Moderne. Die Konservative ist die kritisierte Moderne. Eine liberale Moderne wäre ein Pleonasmus, denn die Prinzipien der Moderne und die Lehrsätze des Liberalismus überlappen sich. Modern sind, es sei daran erinnert, das Elastische, die Reklame, die Parteien, die Massen, das organisierte Vergessen und der Primat der Wirtschaft. Modern sind Mechanisierung, Ökonomisierung, Okkultismus, Determinismus, Meinungsmonopole, fluide Geschlechter, die Maßstabslosigkeit, der kategorische Verzicht auf Kategorien. Der Konservatismus setzt dagegen im offenen Meinungsstreit einen Realismus, der sieht und der weiß, alles was ist, ist geworden. Alles was werden soll, muss sein. Der Konservatismus schärft gegen die Geistlosigkeit der Maschinen den öffentlichen Geist freier Individuen, die sich mit ihren gemeinsamen Erzählungen zu einer Nation bekennen. Der Konservatismus gibt dem Abendland einen nationalen Gehalt und der Nation eine abendländische Spitze. Der Konservatismus verteidigt den freien Willen, weil er die Freiheit verteidigt. Der Konservatismus ist schöpferisch, weil ihm die geistigen Schöpfungen der Vorzeit in all ihrer Breite und Tiefe zu Gebote stehen. Um es einmal modisch auszudrücken, der Konservatismus diversifiziert die Vergangenheit. Er schafft einen alternativen Kanon und löst so die Fessel historischer Konventionen. Er ist ein Einspruch gegen alle Verzweckungen, besonders gegen instrumentalisierte Kunst und Wissenschaft. Er hat Hoffnung, weil er ein Gedächtnis hat. Am 8. Januar 1945 liest Rudolf Borchert seiner zweiten Frau Marie-Louise aus dem soeben beendeten Aufsatz Epilogemena über Homerus und Homer vor. Im Hotel Trienser Hof in Triens am Brenner nahe Innsbruck hatte er sich noch einmal über die antiken Grundlagen des Abendlandes gebeugt, sehr weit entfernt von allen Durchschnittsdeutschen und Durchschnittseuropäern, glücklich weit entfernt auch von deutschen Truppen, die ihn aus der Toskana ins Reich bringen wollten, ehe ihn und seine Familie ein Feldwebel namens Müller aus Magdeburg in Innsbruck freiließ. Aus welchen Gründen auch immer. In den Epilogumena über Homerus und Homer findet sich noch einmal das konservative Risiko formuliert, nun anders gefasst als im Bild der letzten Biene im ausgeräucherten Stock. Borchert schreibt am Ende seines Lebens: Die wahre Geschichte ist nicht die der siegreichen Sache und der vollendeten Fortschritte. Erst das nicht ganz Geschehene. Erst das nur Entworfene. Nie Geschehene. Erst das brechende Herz des besseren Mannes und der vernichtete Plan der rettenden Einsicht. Das in sich Herrliche, Nicht-Gewordene ist ihre reinste Kost, der Äther ihrer Ambrosia und der dünne Nektar des Durstes seliger Geister. Die wahre Geschichte ist nicht die der siegreichen Sache. Mit Borchert mag man ergänzen, for better, for worse. Borchert konnte zurückblicken auf ein Leben, das aus vielen Entwürfen und Fragmenten bestand. Keine Zeitschrift Öffentlicher Geist gab es je. Keine Münster- und keine Euphorion-Ausgabe zur Hebung des kulturellen Niveaus, keinen zweiten Roman. In vieler Hinsicht hat Borchert selbst die Causa Victa vertreten, die besiegte Sache. In einem Säkulum, das auf Fortschritt, Entwicklung, Angliederung aus war, setzt er auf Geschichte, Überlieferung. Das herrliche Nichtgewordene weiß der wahre Konservative und eben nur er zu schätzen. Ihm ist das Leben keine Versuchsanordnung. Der Mensch kein Programmträger, die Gesellschaft keine Masse. Seine Zeit wird kommen. Zwei
Tage später, am 10. Januar 1945, erlitt Rudolf Borchert einen Hirnschlag, als er im Zimmer 115 des Hotels Triensener Hof eine Tabakschachtel aus dem Regal holen wollte. Er fiel in die Arme seines jüngsten Sohnes Cornelius. Sein Grab liegt in Triens am Brenner heute noch. 67 Jahre alt ist er geworden. In seinen Gedichten schrieb er: Ich bin von denen, die vorübergehen, wenn man sie halten will, den Spiegel gleichen. Ich bin es selbst, das hier Vorbeigegangene, der Mensch und die Unsterblichkeit. Danke.